Wer Unternehmensdaten in Chatbots und in Assistenten zur Verfügung stellen möchte, kommt um das Thema Retrieval Augmented Generation nicht drumherum. RAG ist ein effizientes und kostengünstiges Verfahren, um großen Sprachmodellen unternehmensspezifische Kontexte zur Verfügung zu stellen. Und in diesem Video schauen wir uns an, welche 5 Best Practices wir aus der Praxis herauskristallisiert haben, um bessere RAG-Anwendungen für mehr Qualität zu bauen. Der Retrieval Augmented Generation Prozess ist sicherlich das größte, momentan jedenfalls das größte Hype-Thema in dem Sprachmodellbereich, weil Unternehmen wirklich damit ja die PS auf die Straße bekommen, somit kostengünstige und effiziente Anwendungen bauen können, die einen wirklichen Mehrwert haben. Wir können dem Sprachmodell, was ja super aufwendig war und teuer war in der Erstellung, unsere eigenen Unternehmensdaten zur Verfügung stellen und wir können dabei viele Sachen kontrollieren. Also wir können kontrollieren, dass weniger Halluzinationen stattfinden, es ist nicht so teuer und wir haben die Möglichkeit auch nachzuvollziehen, was eigentlich in diesem Prozess passiert. Also ist RAG natürlich für uns interessant, aber es ist am Ende des Tages dann doch nicht so leicht für uns als Entwickler und auch für die Unternehmen, dieses in einer hohen Qualität bereitzustellen. Und dafür haben wir uns 5 Aspekte und Best Practices überlegt, mit denen man die Qualität von so einer RAG-Anwendung verbessern kann. Fangen wir mit dem ersten Best Practice an. Chunk Size Matters. Wenn wir unsere Daten, also unsere PDF-Dokumente oder JSONs oder Textdateien in unsere Vektordatenbank laden, müssen wir vor allen Dingen uns damit auseinandersetzen, wie groß sollen eigentlich die Dokumentabschnitte sein. Wir können nämlich nicht einfach nur ein komplettes Buch nehmen, da reinladen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass dieses Buch in einzelne Teile gesplittet wird, weil wir dem Sprachmodell eben nicht den kompletten Kontext mitgeben können, weil wir dann zu viel, also A, würde das Kontextwindow von dem Sprachmodell dafür nicht ausreichen heutzutage. Auf der anderen Seite würden wir auch viel zu viele Informationen mitgeben, die eigentlich völlig irrelevant sind für die Beantwortung der Frage, die der Nutzer vielleicht hat. Also das heißt, wir müssen das Dokument in einzelne kleine Abschnitte einteilen und diese Teile müssten im besten Fall auch einen Overlap haben. Und wie groß diese Teile sind und wie groß dieser Overlap ist, das muss man testen. Und das kann man testen, indem man diese Anwendung in unterschiedlichen Konstellationen baut und dann natürlich die Qualität misst. Also, Chunk Size Matters. Wir müssen uns im Vorfeld darüber Gedanken machen, wie teilen wir unsere Dokumente ein, sodass wir in diesem Retrieval-Prozess eben richtige Dokumente zurückkriegen und die dann benutzt werden können, um dann von einem Sprachmodell in eine Antwort zu verfassen. Ein zweites Best Practice ist, dass man die Query-Konstruktion sich gut überlegt am Anfang. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben mal ein Projekt gemacht, wo wir einen RAG-Prozess aufgebaut haben für einen relativ großen Produktkatalog, wo sehr viele Synonyme benutzt wurden für ein und dasselbe Ding. Also als Beispiel, wir haben einen feuerfesten Papierkorb gesucht, der wurde aber auch unter unterschiedlichen Begriffen abgespeichert, wie zum Beispiel feuerfester Mülleimer. Und wir wollten aber eigentlich in der Frage halt unterschiedliche Varianten von so Mülleimern haben und haben dann versucht, mit einem Multi-Query-Rack-Ansatz diese Sachen auf unterschiedliche Synonyme umzumappen, um dem Sprachmodell mehr Optionen und das Richtige zu finden, weil wir da nie richtige Antworten bekommen haben. Und so haben wir dann diese Multi-Query-Rack-Funktionalität benutzt, um unsere Query aufzupimpen und so deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen. Als drittes Best Practice haben wir die richtige Embedding-Funktion wählen. Embeddings ermöglichen uns es, die Texte in Vektoren abzuspeichern, die dann in eine Vektordatenbank reinzuschreiben, um so semantische Vergleiche zwischen diesen Texten zu machen. Und je nach Sprache und Anwendungsfall muss man eben da auch die Embedding-Funktion wählen. Man kann zum Beispiel zwischen Sparse Embeddings oder Dense Embeddings unterscheiden und die haben beide Vor- und Nachteile. Man kann sogar auch hybride Ansätze fahren, aber es ist vor allen Dingen wichtig zu wissen, wann muss man welche Funktion wählen und welche Funktion bietet mir eigentlich die beste Option für meinen RAG-Prozess, den ich jetzt gerade habe. Ein super entscheidender Punkt ist der Retrieval-Prozess in einer RAG-Anwendung. Deshalb ist auch die 4. Best Practice, dass man diesen Retrieval-Prozess verfeinert und genau weiß, was man da eigentlich erreichen will. Wenn wir die Dokumente aus dem Vector Store retrieved haben, also abgeholt haben, kommen die ja dann wiederum in den Kontext von dem Sprachmodell und wir schicken das gegen das Sprachmodell. Das heißt, hier ist eigentlich der Knackpunkt. Diese Informationen, die wir aus der Datenbank holen, die müssen so gut wie möglich sein. Und dafür gibt es natürlich unterschiedliche Techniken. Wir können in der Datenvorverarbeitung schon Metadaten extrahieren. Wir können natürlich in diesem Volltext auch arbeiten, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, ganz, ganz viele Stichwörter vorher schon auszuarbeiten, um dem Sprachmodell ein besseres Gefühl dafür zu geben, was eigentlich in dem Text passiert und auch in diesem Retrieval-Prozess einen besseren, also mit der Query und dem Retrieval-Prozess besser zu gestalten, um
einfach eine bessere Qualität zu bekommen. Wenn der Retrieval-Prozess schlecht ist, wird auch die Antwort von dem Sprachmodell in der Regel relativ schlecht sein, weil es kann nicht zaubern, es kann halt nur mit dem Kontext arbeiten, dass es dann in dem Moment bekommt. Deswegen legt wirklich das Augenmerk auf diesen Retrieval-Prozess. Das ist eines der wichtigsten Punkte in dem ganzen Rack. Als fünftes Best Practice ist den Generation-Prozess verfeinern und anpassen und optimieren. Der Generationsprozess von so einem Sprachmodell wird vor allen Dingen dadurch bestimmt, wie mein Prompt ist. Durch das Prompt Engineering kann man dem Sprachmodell natürlich eine gewisse Sprache beibringen, aber auch natürlich Informationen nochmal hinzufügen, Sachen, die er vielleicht auch nicht sagen darf oder ja, Sachen einfach fragen, die er nicht beantworten soll, mitgeben und insbesondere dieses Customizing auf diese Anwendung von so einem Sprachassistenten oder von einem Bot in der Hilfe, Customer Service zum Beispiel, anpassen. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, den Generation-Prozess anzupassen, wie zum Beispiel diesen Retrieval-Prozess vorher natürlich so gut wie möglich zu machen, um da nochmal bestimmte Verfahren anzuwenden, die neben dem Vector-Search nochmal auch einen sprachbasierten, Keyword-basierten Search-Teil mit reinbringen, um so nochmal ein Re-Ranking zu machen und so einen hybriden Ansatz zu fahren und den Generationsprozess dadurch zu optimieren. Wenn du die Best Practices verfolgst, dann wirst du deine Qualität von deiner Rack-Anwendung signifikant steigern können. Falls du dann immer noch Probleme hast, geh mal durch diese 5 Punkte durch und schau, an welcher Stelle du vielleicht einfach Informationen noch nicht bereitgestellt hast. Insbesondere ist es schön zu sehen, wenn man den Thought Process, also den Gedankengang von so einem Sprachmodell in unterschiedliche Teile einteilt. Also insbesondere das Augenmerk legt auf den Retrieval-Prozess. Was kommt eigentlich zurück? Was macht mein Sprachmodell damit? Und was kommt am Ende raus und wie gut ist das? Wenn du diese Sachen verfolgst und dir das genau anguckst, dann findest du auch die Stellen, wo dein Sprachmodell oder dein Rack-Prozess vielleicht nicht optimal funktioniert. Ich wünsche viel Spaß dabei und falls du Fragen hast, lass doch die gerne unten in den Kommentaren stehen. Und wenn du noch mehr über Sprachmodelle erfahren willst, dann schau dir dieses Video hier an.